Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, nur noch ein paar Kleinigkeiten anzunehmen bei Pfiffi Wackelspross in der Bavianischen Tundra an dieser Position. Die Vorquest war dreckige, stinkende Schneebolde. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5, also in der Shadowlands. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das Video hilft euch auch in WoW Gar Classic. Wie ihr seht, kann ich fliegen. Dadurch spare ich mir sehr viel Zeit, indem ich nicht gegen die Mobs kämpfe. So, hier looten wir Pfiffis Werkzeuge. Also an dieser Stelle. Hier auch die Map. Einfach benutzen. Als nächstes schnappen wir uns eine Handvoll von Felsnarskis. Dazu müssen wir ziemlich weit in diese Richtung laufen bzw. fliegen. Hier kann man normalerweise hochlaufen. Hier auch. Ihr müsst euch eventuell durchkämpfen. Das sieht sehr gut aus. Ich bin mit meinem Flugmount ziemlich schnell unterwegs, dadurch spare ich extrem viel Zeit. Und gleich sollte ich auch schon da sein. Ich habe übrigens auch einen Twitch-Kanal, Link dazu findet ihr in den Kommentaren. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da besucht, da ist auch schon einiges los. Hier an dieser Stelle ist dieser Felsnarr. Den darf man töten. Da ich weit über seine Stufe bin, werde ich ihn vermutlich mit einem Schlag besiegen. Ihr müsst normal kämpfen. Und ganz wichtig, looten. Und jetzt fliege ich zurück. Und dann zeige ich euch, woher man diesen überladenen Kondensator bekommt. Beziehungsweise wie man an den kommen kann. Der Flug dauert jetzt ein bisschen. Ach, und falls ihr was noch nicht wisst, ich bin auch auf Facebook unterwegs, Twitter, alles mögliche. Link dazu gibt es auch in der Beschreibung. Vielleicht ist irgendwas davon für euch interessant. Und ihr werdet gleich verstehen, warum ich nicht direkt diesen überladenen Kondensator hole, sondern ich fliege in der Nähe des NPCs, wo wir die Quest angenommen haben. Warum, wieso, weshalb, sieht man gleich. So, gleich bin ich auch schon da. Also, diesen überladenen Kondensator können Ingenieure herstellen. In WoW Videl, normalerweise Ingenieure von WoTLK, glaube ich. In WoTLK Classic, normalerweise alle Ingenieure. Soweit ich weiß, braucht man dafür 4 Kobaltbarren. Ich schreibe es auch in den Chat. 4 Kobaltbarren. Bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht hat sich der Preis auch verändert während der Zeit. Oder aber, ihr könnt diesen überladenen Kondensator auch im Aktionshaus kaufen. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich dieses Mount habe in WoW Videl und kann mir da dieses Teil kaufen. Moment. So. Überlade. Hier, überladener Kondensator. 100 Gold knapp. Kann ich mal leisten, jetzt kaufen. Und das Gute ist, hier gibt es auch einen Postkasten. Kann ich gleich mal hinausnehmen. Dann ist die Quest bereit zur Abgabe. Juhu! So. Quest ist abzugeben bei Pfiffi Wackelspross in der Bavianischen Tundra. An dieser Position, beziehungsweise in diesem Gebiet. Ich weiß nicht, ob sie ein bisschen umherwandert. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir auch hilft. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert.
Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung auch einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Der Link ist auch in den Kommentaren. Und den Twitch-Kanal habe ich schon vorhin erwähnt. Sag mal doppelt hält besser. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!